So, heute haben wir Montag, 6.04.2020, es ist 10 vor 3. Die Strandkörbe dürfen noch nicht aufgebaut werden. Der Strand ist leer. Ein paar Schiffchen fahren. Die Sonne scheint. Leider sind alle Lokale zu und alle Läden. Wir haben es uns gemütlich gemacht. Wir saßen eben vorhin am Strand, haben unser ein Picknick gemacht, selbstgemachte Brötchen, einen Kaffee von Hermin. Huhu. Vereinzelt laufen hier ein paar Spaziergänger. Ja, so ist das. Ja, ist herrlich die Sonne, es ist warm, wir haben Frühling, traumhaft schön ist das. Aber es ist trotzdem ein Trauerspiel, mir tun alle leid. Weil je länger das dauert, desto mehr Leute gehen kaputt. Aber das scheint irgendwie scheißegal zu sein, im wahrsten Sinne des Wortes. Wir sind glücklich und froh, Daumen hoch, ich kenne keinen, der dran erkrankt ist. Wir selber sind quietschvergnügt und gesund. Mag es Zufall sein oder auch nicht. Wir nehmen es so hin. Aber trotzdem schade, weil jetzt normalerweise wäre hier alles voll, weil Osterferien sind hier. Aber es ist leer, sehr leer. Promenade ist leer. Wir haben Osterferien normalerweise. Hier wäre normalerweise voll. Traurig, aber leider wahr. Vielleicht passiert doch noch mal ein Wunder. Die Politiker rudern zurück und erkennen, dass es vielleicht doch eine falsche Entscheidung war. Siehste, als Antwort antwortet mir die Taube, die gibt mir recht. Bleibt alle gesund. Lieben Gruß von Kirsten.